Ich hatte gerade einen Aha-Moment, weil ich verstanden habe, wieso ich das Spiel wieder installiert habe. Ich habe mir vorhin Pendulum, je nachdem, wie ihr es aussprechen wollt, angehört, Blood Sugar. Und da fängt sie an mit: Ladies and Gentlemen, we understand that you have come tonight to bear witness to the sound of drum and bass. We regret to announce that this is not the case, as instead we'll bring you the sonic recreation of the end of the world. Prepare to hold your color. Oder so ähnlich geht's. Auf jeden Fall, bear witness. Witness. Der Kopf funktioniert komisch. Oder auch. Ja. Sehr unterbewusst halt, ne? So. Aber so funktioniert das. Guck mal, das sind drei Blautöne. Erstmal woanders hingehen. Wir gehen erstmal woanders hin. Ich war. Ich. Ah. Ihr wisst, was da kommt? Der Dschungel. Okay. Bitte. Ah, dachte vielleicht rückwärts. Weil der erste Ton dieser hohe. Also es ist genau. Huch. Auch nicht. So, nochmal überlegen. Also. Eigentlich. So, nochmal. Wisst ihr was? Wir fahren mit dem Boot woanders hin. Wir fahren mit dem Boot. Oder wir laufen hier am Strand. Wir fahren gleich mit dem Boot. Ich will erstmal gucken, was da ist. Vielleicht haben wir hier auch noch irgendwas, was wir vielleicht lösen könnten. Es wäre schlau gewesen, hätte ich das nochmal neu von Anfang gespielt. Dann wäre ich wahrscheinlich wieder mehr drin. Ach, das ist hier wieder. Ja, okay. Ab ins Boot. Oder gab es da jetzt noch irgendwas? Eigentlich müssen wir da ja irgendwo weiterkommen. Ding ist, wir haben ja dann noch so ein Ding da, so ein Monolith.
Oh, das ist neu. Muss man vielleicht hinten das Fenster jetzt aufmachen? Oder sind die Äste? Okay. Mal so. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Oh nein, der nächste. Tut mir leid. Es tut mir leid. Okay. Wo ist denn der Start? Da ist der Start. Achso, dann müssen wir. Funktioniert das auch nicht? Noch weiter zurück. Dann sehe ich auch nichts mehr. Okay, müssen wir nochmal. So geht das auch nicht. Ich habe jetzt leider nichts zu trinken hier. Nur Reste. Ich muss mal kurz einen Schluck trinken, nicht erschrecken. Nicht wundern. Sonst huste ich hier gleich wieder los. So. So. Gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Ja, muss es ja, aber weil es so oder so überdeckt. Wir kommen ja hier nicht durch. Also. Oder gibt es dafür, dann muss ich dann noch näher ran, so, dass ich wirklich was sehe. Dann überdeckt das ja auch den Finish. Gibt es dafür eine andere Lösung? Ich glaube nicht, aber. Also dadurch, dass wir immer wieder wechseln, kommen wir immerhin auf irgendwelche Lösungen. Das ist doch schon mal was. Okay, was würde passieren, würde ich jetzt einfach. Okay, es wird sich nicht zurücksetzen. Dann können wir jetzt an sich mehrere Lösungswege aufschreiben, die möglich wären. Also sagen wir mal, sind viele möglich jetzt, ne? Kann natürlich auch sein, dass wir jetzt einen Blätterweg nehmen müssen. Jetzt eigentlich alles im Weg ist und deswegen wir Blätter benutzen müssen dafür. Oder die Äste, aber. Müssen wir jetzt genau spiegeln? Ne, es passt ja auch nicht spiegelverkehrt. Ist ja auch nicht die gleiche Ausgangssituation. Gespiegelt. Kann ich speichern eigentlich?
Nö. Nicht direkt. Okay. Wie gesagt, wir fahren jetzt woanders hin sonst. Warum nicht? Das können wir immer noch lösen. Also wir wissen ungefähr einen Lösungsweg und dann passt das doch. So. Dauert jetzt im Schnitt wahrscheinlich noch ein bisschen länger oder auch geht schneller, wenn man sich nicht so stagniert auf die eine Sache, aber. So. Ich glaube nämlich, das hier ist die Geschwindigkeit, aber ich bin mir nicht sicher. So, wollen wir mal. So, es fühlt sich direkt wie Salt an. Wir haben jetzt zwei Laser aktiviert und es gibt 1 Milliarde Gebiete. Wir sehen noch, guck mal, es gibt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, 15 Gebiete? Oh Gott. Wir sind so weit vom Ziel entfernt. Aber es werden hier auch die Rätsel angezeigt. Also da oben zum Beispiel diese komischen Sternchen hier. Ich möchte die Sternchen lösen, damit ich weiß, wie das funktioniert. Was ist denn das für ein Gebiet? Das ist wie ein Mangrovenwald. Dschungel ist hier unten, ne? Ja. Das ist Mangrovenwald. Gucken wir mal. Ich hätte auch laufen können. Den hätten wir auch. Und dann ist auch egal. Schauen, wo wir rauskommen. Also wenn es bei jedem von diesen großen Symbolen dann Laser gibt. Das waren noch Zeiten, als wir noch hier waren. Good old times. Aber ich mache einen Zwischenstopp mal kurz hier. Glaube ich die Wüste, ne? Ne, das unten. Na gut, das wäre hier. Hier wäre die Wüste, dieser Wüstenkram. Es ist das, wo wir schon waren, denn. Ja, waren wir wahrscheinlich schon, aber. Egal, wir fahren. Komm, wir fahren jetzt dahin so und dann ist gut. Oh. Das ist, okay. Haben wir, ich kann mich nicht mal mehr richtig dran erinnern hier. Haben wir, glaube ich, schon viel gemacht? Irgendwas gemacht? Das sieht neu aus.
Okay, alte Schiffswracks. Das Baumhäuser. Was? Die Dinger denn da? Die Karte da? Ich weiß es nicht. Okay, schauen wir einen Sumpf oder so. Ach nee, das gehört hier zu. Das ist der Alles klar. Sind die eigentlich Schienen unter, weil der so gut lenkt? Also Schienenführung wäre ja sinnvoll, ne? Ich glaube, so kann ich die immer rufen, oder wie ist das? Also die gehören zusammen, oder was? Ja, okay, aber... Die müssen immer zusammen sein. Ist das richtig? Nein, ist es nicht. Aber dann doch, ach so, sie sind zusammen. Ja, okay. Na gut, sind sie. Habe ich es noch nicht verstanden. Also, oder wir können sie gleich verteilen. Oder wie? Dass wir 2-2 haben. Also wie die Farbdinger. Wo ist jetzt der Unterschied? Weil es... Oder dürfen es maximal nur 2 sein? Ah. Ja, okay. Ja, okay. Also. Also ich verstehe es, aber ich bin gerade überlegen, wie ich hier die trenne. Also es müssen mindestens 2 dann sein. Oder gleich viele, mit maximal 2. So also. Das nicht. So auch nicht. So. Aha, okay.
muss ich erstmal nachdenken wieder. Nachdenken. Wären ja vier dann. Ist auch nicht. Bei dem ein 3. Fehler erkannt. Fehler wird nur kaum zu beheben sein. Yes. Sehr schön. Sehr schön.